Ja, also unser Projekt heißt Sigma News. Das ist eine Web-Extension für Chrome und die wurde mit CSS und JavaScript programmiert. Genau, wie vorhin schon angedeutet, es geht um Fake News. Das ist unser Programm soll die Lösung für Fake News sein. Es gibt immer häufiger Fake News und viele Leute fallen auch darauf rein und glauben, dass was da steht dann. Und dazu gibt es dann eben diese Extension. Und ja, das Problem hierbei war halt, dass wir nur... Okay, nun sprechen wir kurz über die Funktionen. Zum Ersten haben wir die Extension, also die Chrome-Erweiterung, die mit einem Server, der mit MongoDB arbeitet, verbunden ist. Alle Daten werden live auf den Server übertragen, also BZW zusammengerechnet und dann direkt in der Extension ausgerechnet. So hat man, sobald man gewählt hat, seinen Wert. Also die Prozentzahl, wie viele Leute schon gesagt haben, das wäre richtig und wie viele Leute nicht. Ja. Also wir haben auch eine Webseite, die unter dem Link www.sigmanews.cf. Dort kann man sich unsere Extension runterladen und da stehen auch die weiteren Informationen zu der Extension. Wie gesagt, die Probleme waren halt, dass wir beide uns nicht mit MongoDB auskannten, aber es halt unseren Zwecken mehr entsprochen hat und das hat halt nochmal alles erschwert, aber dafür sind wir jetzt fürs nächste Mal klüger. Wir haben dann auch im Nachhinein halt herausgefunden, dass Java und MongoDB sich nicht so gut vertragen. Einfach weil Java diese JSON-Dateien, die für MongoDB sehr wichtig sind, nicht direkt erkennt. Also man sehr viele Klassen implementieren muss, damit man darüber dann halt auch an die Informationen kommt. Das war halt ein bisschen komisch und wenn man über den Code zeigen könnte, dann würde man halt sehen, dass man über die Methoden halt alles Mögliche, jede einzelne Eigenschaft zeigen musste, was halt sehr krass war. Ich habe mich unter anderem auch beschäftigt, wie das in Zukunft aussehen soll. Hier habe ich mal zwei Screenshots, wie das momentan aussieht. Leider haben wir es jetzt noch nicht geschafft, in die Chrome Extension zu implementieren, aber so in der Art soll es in Zukunft aussehen. Ja, ich zeige euch jetzt mal kurz, wie das Ganze funktioniert. Und zwar gehen wir dafür erstmal auf Chrome. Ein Klassiker. Ah. Jetzt twittert der Jugendtag funktioniert die Technik nicht, das ist Fake News. Das stimmt nicht. Der kommt noch was anderes hier. Paula! Insider vom letzten Jahr, da konnte ich jetzt am Klatschen genommen erkennen, wer letztes Jahr schon alles dabei war, bei Jugendtag Berlin. Ah. Also, hier oben ist dann unsere Extension. Und wenn wir hier draufklicken, dann wird das hier uns angezeigt, Fake News oder nicht. Dann ab und schau dir die Meinung anderer an. Klicken wir mal auf Vertrauenswürdig. Und dann sehen wir hier auch die Statistik, wie viele da schon abgekommen haben, wie viel. Und ja, das war's.